Wenn Sie diese Bilder sehen von den Demonstrationen, gestern wieder in Wien oder jetzt in Salzburg, machen Sie sich da große Sorgen um unsere Gesellschaft, um diese Spaltung, die es in unserer Gesellschaft gibt? Und glauben Sie, diese Spaltung wird auch wieder weggehen, wenn Corona irgendwann einmal Geschichte ist? Guten Abend auch ebenfalls nach Wien. Ja, ich habe mir sehr große Sorgen um diese Spaltung gemacht. Sie wurde auch laufend gefüttert von der Politik, um Impfgegner, Impfpflichtgegner und Impfbefürworter auseinanderzuhalten. Aber das ist nicht gelungen. Also ich sehe einen sehr großen Zusammenhalt. Man sieht auch an den Demonstrationen, dass es nicht stimmt, dass das Radikale sind, sondern dass es ganz normale Familien, ganz normale Menschen sind, die einfach dagegen kämpfen, dass man verpflichtet wird, eine Impfung über sich ergehen zu lassen, die in der Vergangenheit nicht das gebracht hat, was wir uns alle gewünscht haben. Also Sie würden sagen, zusammenfassend, das Gros der Demonstranten ist hier nicht radikal oder vom rechten oder vom linken Rand, sondern das sind ganz normale Bürger. Das sind ganz normale Bürger, natürlich. Das sieht man auch immer. Aber es kommt natürlich darauf an, wie die Kameras, ob sich hier auf Außenseiter stürzen. Und das tut man ja gerne, weil das ist natürlich spannender als tausende Menschen, abzubilden, die ganz normal sind und ein ganz normales Anliegen haben, nämlich selber zu entscheiden, was sie für ihren Körper wollen und es nicht der Politik überlassen wollen. In Wien ist ja die Zahl der Demonstranten jetzt schon zurückgegangen. Da hatten wir ja noch vor einigen Wochen über 40.000 auf der Straße. Jetzt spricht die Polizei von 10.000. Hier lässt es ein bisschen nach. In Salzburg ist aber immer noch der Ansturm gleich groß. Was glauben Sie, wird das jetzt durch die Lockerungen, auch die gestern verkündet worden sind, wird dieser Widerstand abnehmen oder geht es hier einfach vor allem in erster Linie um diese Impfpflicht? Ich glaube, es geht in erster Linie um die Impfpflicht und da ist es ja jetzt 5:05, dass man sich da jetzt ein Gehör verschafft. Aber es geht ja gar nicht darum, wer ist auf der Straße und sind es 10.000 oder sind es 50.000, sondern man kann es ja nachzählen. Die Politik ist ja informiert worden durch Bürgerinitiativen und durch Unterschriftenlisten, was das, der Großteil denkt. Ja? Jetzt sind wir sowieso schon bei fast 80% der Impfwilligen, die brav sich impfen haben lassen, zweimal, vor allem die, die es wirklich brauchen, die gefährdet sind. Aber wir haben eigentlich noch keine Antwort bekommen auf wirklich brennende Fragen. Und das finde ich eigentlich sehr schlimm, dass Journalisten eigentlich keine Fragen stellen dürfen, nämlich wer ist wirklich hospitalisiert, wie krank sind die Leute wirklich mit Omikron und was hat die Impfung wirklich gebracht in den letzten Jahren? Also ist es wirklich deswegen zurückgegangen oder durch die Mutationen? Und es werden eigentlich nur Maßnahmen verkündet oder Lockerungen verkündet und dann wieder Maßnahmen verkündet. Aber es gibt eigentlich keinen Dialog, sondern Fragen werden abgewürgt und man wird in ein falsches Eck gestellt, auch als Arzt und auch als Wissenschaftler, der nicht von der Pharmaindustrie bezahlt wird. Also die haben eigentlich kein Gehör gehabt bisher. Und ich hoffe aber, dass das besser wird und ich glaube, die Regierung rudert jetzt zurück im letzten Augenblick, eigentlich bevor die Impfpflicht gesetzlich wird und bevor der Verfassungsgerichtshof wirklich ein letztes Wort sprechen darf. Aber ich hoffe, dass sehr, dass der Verfassungsgerichtshof die entsprechenden Fragen stellt und der Gesundheitsminister die auch beantworten muss, Wahrheit gibt. Genau, Sie haben schon angesprochen, diese Fragen vom Verfassungsgerichtshof an den Minister, um eben auch herauszufinden, welche Maßnahmen sind jetzt evidenzbasiert und welche genau nicht. Also das vermisst man natürlich, aber vielleicht auch noch einmal zu dem, was das mit unserer Gesellschaft macht, wenn die Regierung jetzt an dieser Impfpflicht festhält. Wie geht es da solchen Menschen, die einfach Angst haben oder sich eben einfach nicht impfen lassen wollen? Was glauben Sie, was werden die dann tun, wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dass das kontrolliert werden kann, dass dann irgendwann Anfang April dieser berühmte Abgleich passiert mit dem Impfregister, wenn es dann fertig ist? Wie werden diese Menschen reagieren? Also ich glaube, es wird sich jetzt nicht mehr viel tun, weil ich glaube, auch von den dreifach geimpften und geboosterten Menschen sind ganz viele dagegen gewesen. Aber sie sind einfach aus Angst vor dem Verlust ihrer Arbeitsstelle, aus Angst, nicht studieren zu können, aus Angst, aus vielfältigen Ängsten,
haben sie sich einfach schon sowieso schon nötigen lassen. Da braucht eigentlich gar kein Gesetz dazu. Also wenn man wirklich die Freiwilligen zusammenrechnet, kommt man sicher auf keine 70 oder 80%, weil in einem Altenheim, glaube ich, war nicht viel Freiwilligkeit zu sehen bei den Menschen. Die sind einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Ich muss wirklich sagen, ich glaube immer noch nicht, dass so ein Gesetz in Österreich durchgeht, wo ganz Europa in eine völlig andere Richtung unterwegs ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir uns so zum Deppen von der EU machen. Aber sollte es so sein, glaube ich, werden natürlich die Menschen kämpfen, die zum Beispiel schon einmal geimpft sind und schwere Impffolgen davontragen mussten. Die werden sicher dagegen ankämpfen, mit rechtlicher Hilfe. Ich glaube, der Rest, ich weiß nicht, ob die dann Einsprüche machen, ob es wirklich so sanktioniert wird, dass wir auf der Straße mit dem Auto aufgehalten werden und die Polizei ermächtigt ist, unsere Gesundheitsdaten per E-Card abzufragen. Für mich ist es ein Szenario, das ist so undenkbar, dass ich mich eigentlich nicht damit beschäftigen möchte. Aber ich sehe jetzt natürlich schon in dem letzten Jahr, dass die Angst und die Depression extrem überhand genommen hat. Also wir haben Selbstmorde, wir haben schwere Depressionen, auch bei Jugendlichen oder besonders bei Jugendlichen, die also einfach wirklich aufgrund der Hilflosigkeit, weil wir können ja eigentlich nichts machen. Also wenn man eingesperrt ist und ein Ausgehverbot hat oder ein Einkaufsverbot oder ein Verbot in ein Lokal zu gehen, weil man gebrandmarkt ist und keinen Stempel auf die Hand kriegt, weil man nicht doppelt oder dreifach geimpft ist, das ist natürlich für die Leute unheimlich schlimm. Und das sind teilweise irreversible Folgen, was wir bei den Studenten haben. Aber die gehen jetzt auch nächste Woche auf die Straße, die Studenten, um darum zu bitten, normal studieren zu dürfen. Ja, die 2G-Regel zum Beispiel in der Wirtschaftsuniversität, die ist natürlich auch ziemlich umstritten. Also da dürfen wir gespannt sein. Vielleicht auch noch eine Frage zu den Schülern. Die haben ja bis jetzt eben sehr stark auch demonstriert, die Maturanten. Einerseits eben, weil die Matura jetzt echt doch so streng kommen soll mit der mündlichen, mit der Pflicht dazu wie in der Vergangenheit. Andererseits aber auch, weil sie sagen, sie fühlen sich ein bisschen wie Versuchskaninchen. Was sind denn Ihre Erfahrungen hier auch mit Schülern? Sind da welche dabei bei Ihren Patienten? Wie geht es denen? Denen geht es sehr schlecht. Also ich sehe schon, dass es jungen Menschen sehr viel schlechter geht als älteren Menschen. Viele von den über 50-Jährigen haben irgendwie aufgegeben und sagen, na gut, dann kündige ich halt. Also zum Beispiel Pflegekräfte, die sagen, wenn die Impfpflicht kommt in meinem Beruf, ich habe jetzt 1,5 Jahre Menschen gepflegt, die Corona hatten und jetzt plötzlich werde ich dafür bestraft, die sind eigentlich relativ selbstbewusst und die werden sicher dann umschulen oder einen anderen Job nehmen. Aber die Jungen, die haben natürlich jetzt einerseits die Pubertät verloren, einfach vorzugehen, normal zu sein, die Gefühle auszudrücken. Wenn ich mit der Maske 8 Stunden in der Schule sitze, tue ich mich schwer, Gefühle der anderen auszudrücken. Wenn ich keine Freunde einladen darf, um gemeinsam Hausübung zu machen, das wird nicht mehr nachholbar sein. Ja? Auch die Verunsicherung der Eltern. Gehe ich jetzt ins Homeoffice? Gehe ich ins Büro? Hole ich das Kind von der Schule ab? Ist es daheim? Ist es positiv getestet? Bin ich positiv getestet? Bin ich jetzt K1 oder K2? Also das war so ein Verwirrspiel, wo das Vertrauen einfach so nachhaltig erschüttert ist, der jungen Menschen erstens in die Politik und zweitens in die Lehrer und dann auch in die Eltern. Und dieses erschütterte Vertrauen macht natürlich etwas mit uns, mit unseren Jugendlichen. Das wieder aufzuholen, wird sehr, sehr schwer werden. Ja? Also, weil die natürlich auch Freunde verloren haben. Und das sehe ich bei meinen jungen Menschen, die Essstörungen haben, die Depressionen haben, dass sie sagen, ich habe eigentlich keine Freunde mehr. Mhm. Sicherlich nicht einfach. Jetzt auch noch eine Frage zur Impfpflicht. Parallel zur Impfpflicht wurde ja, was viele skurril finden, diese Impflotterie angekündigt, wobei man noch nicht so genau weiß, ob es tatsächlich zu dieser Lotterie kommen wird. Aber es wurde ja auch gefordert, es soll Belohnungen geben, Gutscheine für Menschen, die sich impfen lassen. Glauben Sie, dass so etwas bei jemandem, der skeptisch ist oder der partout keine Impfung will, etwas bewirken kann? Na, es ist also wirklich, das ist eine Verhöhnung der Menschen und des Denkens und der Intelligenz der Menschen. Ja? Ich weiß doch wohl mit meinem Hausarzt gemeinsam, ob es vielleicht gefährlich ist. Der Hausarzt traut sich es nicht sagen.
ich traue mir es nicht sagen, dass ich vielleicht nach der ersten Impfung oder nach der zweiten Impfung schon genug habe. Und dann wird eine Lotterie gemacht, wo die Leute noch blöder verhöhnt werden als mit einer Bratwurst und einem Bier, dass ich Deppen irgendwo hinzerre und sage, so, jetzt kriegst du irgendwas geschenkt oder jeder Fünfte kriegt 500 Euro mit unserem Steuergeld. Also die sollen es den Pflegekräften bezahlen, die ihren Kopf hingehalten haben in den letzten Jahren, aber nicht an irgendjemanden, der sagt, naja, wenn ich ein Geld dafür kriege, lasse ich mich boostern. Also das ist, also da fehlen mir wirklich die Worte. Und vielleicht noch eine Frage, warum glauben Sie, hat Österreich diese radikale Maßnahme oder von vielen als radikal empfundene Maßnahme jetzt doch beschlossen im Nationalrat als eigentlich fast einziges Land in der EU und mit Beispielen wie Tadschikistan oder Ecuador? Warum haben andere davon Abstand genommen, wie zuletzt auch Tschechien? Was glauben Sie? Ich kann es mir nur vorstellen, dass die entsprechenden Personen daran verdienen, weil das Vertrauen der Wähler gewinnen sie nicht. Sie werden auch ganz bestimmt nicht wiedergewählt werden. Also muss es einen anderen Benefit geben, weil der Mensch macht nichts, was keinen Sinn macht. Ja? Und der Politiker macht nichts, was ihm nicht Geld oder Wählerstimmen bringt. Also es ist eigentlich, liegt auf der Hand, warum wir da Vorreiter sind, warum wir uns da blamieren. Wir schauen immer nur in die anderen Länder, wenn es gerade in den Kram passt. Wir schauen nach Israel, wenn es die vierte Impfung gibt. Und wir schauen nach Portugal, weil die Impfrate so hoch ist durch das Militär. Aber wir schauen dann nicht hin, dass sie trotzdem einen Lockdown hatten oder die Lokale geschlossen haben oder niemanden einreisen lassen. Also wir sind einerseits blind auf einem Auge, na, eigentlich am zweiten auch, kann man sagen. Und irgendwann, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es wird eine Abrechnung geben, hundertprozentig, und Hochmut kommt vor dem Fall. Aber diese Politik wird so nicht weiterzuführen sein. Das ist undenkbar. Mhm. Ja, also bei den nächsten Wahlen wird sich dann zeigen, vor allem wenn es jetzt Neuwahlen geben sollte. Aber vielleicht auch noch eine Frage noch mal zu dieser Spaltung der Gesellschaft. Wir sehen, dass es ja sogar in Familien Streitigkeiten gibt, weil eben, oder zwischen Ehepartnern, weil eben der eine fürs Impfen ist, der andere dagegen. Können diese Narben, die da entstehen, wieder heilen? Ich habe jetzt die letzte Frage nicht verstanden, ob man da diesen Spalt wieder heilen kann, glaube ich. Naja, ich sehe schon, also ich sehe vor allem bei den kämpferischen Leuten, bei den sehr selbstbewussten oder selbstkritischen Leuten auch, also die sich wirklich zusammentun in Gruppen und darüber diskutieren, sehe ich schon mehr Zusammenhalt als bei denen, die blind das tun, was ihnen angeschafft wird und einfach sagen, ich will nichts mehr hören, ich will nicht mehr darüber reden. Ich habe mich jetzt boostern lassen und die vierte Impfung und die fünfte soll kommen und die sollen alle zwingen. Also diese Menschen werden glaube ich, vereinsamen. Und ich sehe das in Familien, dass der Zusammenhalt vor allem bei den mündigen Bürgern sehr viel größer geworden ist und man neue Freunde dadurch gewonnen hat. Ich sehe es in meinem Freundeskreis und ich sehe es im Patientenkreis, dass die mittlerweile sehr gefestigt wurden eigentlich, weil sie wirklich sich wahrscheinlich mehr damit beschäftigen, auch mehr Studien lesen, auch mehr Zeitschriften lesen oder Informationen sammeln, als die, die blind gehorsam sind und sagen, ich will nichts darüber hören und ich grenze jeden aus, der nicht auf meiner Linie ist. Ja? Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich impfen lassen und die auch kulant sind, was jetzt die betrifft, die es nicht tun. Die eben sagen, es sollte eigentlich jeder tun können, was er für richtig hält. Ja, das finde ich auch menschlich. Jeder soll mit seinem Körper machen, was er für richtig hält. Und es geht eigentlich nicht um die Gesundheit, habe ich den Eindruck, sondern es geht eigentlich um was anderes. Und wenn es um unsere Gesundheit geht, dann muss jeder die Verantwortung